Willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles. Heute ist es Zeit dafür, Bernoulli 6 weiter auszubauen. Und zwar auf Stufe 4. Ich habe mir alles soweit zusammengesammelt und ich sag euch jetzt kurz, wo ihr die einzelnen Sachen herbekommt. Ponyo Hufstempel und seidige Wolfpelzen bekommt ihr auf dem gefallenen Arm in der Nähe des Dorfs der Machina von den Ponios und von den Wolfen. Die sind an der gleichen Stelle. Die Wolfen sind nachts aktiv und die Ponios tagsüber. Einfach nur platt machen. Warnlampen bekommt man genauso bei auf dem gefallenen Arm. Die Retrodioden, da muss ich jetzt ganz kurz im Collecticon gucken, weiß ich gerade nicht genau. Retrodioden hört sich aber sehr nach Mekkonis an. Retro. Moment. Nein. Da. Mekkonis Hallen. Ja. Da bekommt man die her. Wiederaufbau. So. Genau. Sammel-Item. Also, ihr müsst auf den gefallenen Arm Ponyos und Wolfen platt machen. Sammel-Items einsammeln, bis ihr genug Warnlampen habt. Und in den Mekkonis-Hallen Retro-Dioden einsammeln. Auch ein Sammel-Item. Damit wäre das schon mal Stufe 4. Und die Wohnhäuser ziehen sich jetzt bis vorne zum Eingang von Kolonie 6. Wurden 5 Häuser, einen Wohnblock und ein Noppernhaus gebaut. Okay, weiter. Juju. Wiederaufbau. Wirtschaft, Stufe 3. Lachs, Fischmehl, Zangerfaden, Sauerrübe und Moosblech. Da kann man natürlich auch nach Hinweisen fragen. Wirtschaft. Hier, Tipps. Lachs, Fischmehl und Zangerfäden. Beides auf dem gefallenen Arm. War mir auch sowieso schon klar. Lachs, Fischmehl und Zangerfaden. Sauerrübe, Moosblech. So, Moosblech findet ihr Mekkonis Hallen. Sauerrübe. Sauerrübe ist, glaube ich, auch gefallener Arm. Und Sammelitems Collecticon. Ab zum gefallenen Arm. Fallen Arm, Sauerrübe. Nein, tatsächlich. Ah ne, Moment. Doch. Gefallen Arm, Sauerrübe. Ist ja Gemüse. Kein Obst. Und das Moosblech. Ja. Müsste eigentlich mit Mekkonis Hallen. Wo ist denn? Da, Moosblech. Und vom Ort her, Gebietsliste. Nur gefallenen Arm. Jetzt musste man ja nur gefallener Arm, da, so. Und zwar, ihr reist am besten zum Riesen-Mekkon-Frack. Die Ponios findet ihr, die Wolfen findet ihr hier. Die Fische findet ihr bei der Handgelenksküste. Alles recht am selben Ort. Und am Mekkonis Daumen, ich glaube, es ist der Daumen, müssten die Zanger sein, von denen ihr die Fäden droppen könnt. So, Wiederaufbau, Wirtschaft. Bauen wir auf Stufe 4 aus. Und weitere Marktstände. 6 Ladengeschäfte, neue Händler. Geh weiter. Wiederaufbau. Natur. Raub, Seidenfaden, Igler, Lichtstachel, Öl, Auster und weiße Pflaume. Raub, Seidenfaden. Öl, Auster, weiße Pflaume. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Missionsbuch. Nicht, sondern Collecticon. So, Moment. Öl aus da. Nee. Öl aus.
weiße Pflaume. Weiße Pflaume, wo ist denn das jetzt? Ha, hier. Zack. Gefallener Arm, weiße Pflaume und die Ölauster ist auch gefallener Arm. Das heißt, ihr müsst sehr viele Sammel-Items auf dem gefallenen Arm einsammeln. Dann hier Raub-Seidenfaden, Igler Lichtstachel. Kann ich euch so auch sagen. Raub-Seidenfaden. Bein des Bionis. In der Windhöhle. Da sind Raubs. Die müsst ihr platt machen. Da kriegt ihr den Raub-Seidenfaden. Und den Igler Lichtstachel. Auch hier auf diesen Inseln sind dunkle Igler. Dunkle und helle Igler. Da bekommt ihr den Igler Lichtstachel. Alright. Vorsicht, die Monster sind auf über Level 70. Darauf solltet ihr euch vorbereiten. Bauen wir aus. Sehr schön. Angelegter Park. Eine kleine Allee. Ab jetzt Stufe 4 Kristalle in der Äthermine. Und speziell, das ist noch schwieriger zu erreichen. Dafür müsst ihr ins Innere des Bionis. Zellularlaststoff bekommt man von diesen Viechern, die aus dem Boden ragen, wie eine Ranke. Die Zellularstahl, das Item bekommt man von den Kugeln. Ich glaube, Wollstein, irgendwas. Oder Zelle. Auf jeden Fall im Inneren des Bionis von den runden Viechern. Spektralschnecken und Azurmolven. Gucken wir ganz schnell. Plektikon. Ich glaube, das ist aber auch das Innere des Bionis. Nein. Nein, doch nicht. Keine Ahnung. Spektralschnecke. Das war Azurmalve, ne? Ah, hier. Nee. Hä? Da. Mekonis Hallen, Azurmalve. Gut. Speziell. Bei den Sammel-Items ist es so, es gibt verschiedene Locations, an denen es die öfter gibt. Also die seltenen Sammel-Items gibt es an bestimmten Stellen öfter. Aber generell könnt ihr bei jedem Sammel-Item-Punkt alle Sammel-Items bekommen. Ihr müsst halt Geduld aufbringen. Denn manche Sachen brauchen halt ihre Zeit, bis man sie findet, weil es per Zufall passiert, dass man sie findet. Jetzt wurde ein Wasserspeicher. Und spezielle Orte um eine Stufe gestiegen. Ein Wachturm. Achso, ein Wachturm. Dort können nun Sonnen-Items gefunden werden. Und wir haben generell Stufe 4 erreicht. Mehr Ätherlaternen. Oh. Schwächungsresi 5. Nice. Aufbauautorität. Geil ist, jetzt können wir schön hier überall Sammel-Items nehmen. Hier gibt's. Oh. Moment. Hier ist.
Da kann man zwei aufnehmen. Hier gibt es ein Sammel-Item. Und eigentlich beim Wachturm auch. Ich frag mich gerade nur, wo der Wachturm steht. Da. Können ja mal gucken, ob es sich lohnt, nach oben zu klettern. Ja. Schwarzes Styrol. Und nochmal schwarzes Styrol. Wenn der Mekonis platt ist und man nicht mehr hinkommt, ist natürlich der Vorteil, dass man hier die Sammel-Items einsammeln kann, die sonst fehlen. So. Müssen wir nur gucken. Da fehlen natürlich die ganzen Items. Müssen wir erstmal einsammeln. Aber das machen wir in einem anderen Video. Ich würde sagen, das war's. Jetzt wisst ihr, welche Items ihr braucht, um auf Stufe 4 zu kommen. Mit der Kolonie 6 und wie man sie bekommt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Es werden noch mehr Videos solcher Art kommen. Wir sehen uns. Ciao!